Der Sommer am Rhein ist bekanntlich heiß begehrt. Er lockt aber nicht nur Touristen an, sondern bringt Ideen und Kapitalgeber zusammen. Bereits zum vierten Mal lud der Bonner Hightech-Gründerfonds zum Familientreffen ein. Der Family Day war auch dieses Jahr ein voller Erfolg. Mit einem attraktiven Programm lockte der Gründerfonds mehr als 1200 Gäste, darunter zahlreiche Gründer und Investoren am 8. und 9. Juni nach Bonn. Die Veranstaltung hat sich mittlerweile zu einer festen Größe in der Gründer- und Investorenszene in Deutschland entwickelt. Referenten aus allen Bereichen der Gründungskultur und Keynote-Speaker aus der Venture-Capital-Branche gaben dem zweitägigen Gründer-Event ebenfalls Profil. Der Family Day ist nach nur 4 Jahren bereits eine sehr erfolgreiche Plattform, wo nicht nur Venture-Capitalisten, sondern auch Privatinvestoren und Unternehmen passende Beteiligungen finden können. Seit nunmehr 5 Jahren sorgt der auf Anstoß des Bundeswirtschaftsministeriums gegründete Fonds für die Finanzierung von Hochtechnologieideen. Wir wollen Ihnen heute eine Bühne bieten, um Beziehungen aufzubauen, um echtes, exzellentes Networking zu betreiben. Alte und neue Bekannte treffen und Erfahrungen austauschen. Der erste Tag des Family Day gehörte den Gründern fast exklusiv. Ein Highlight war die Panel-Diskussion am Morgen des ersten Tages mit Teilnehmern von bekannten Venture-Capital-Gesellschaften wie beispielsweise Earlybird oder Wellington Partners. Partystimmung am Abend. Für Spaß und gute Laune sorgten das Kicker-Turnier und Musik von DJ Tunes. Auch ein Unternehmen des Hightech-Gründerfonds. Da der Teilnehmerkreis Jahr für Jahr größer wurde, zogen Gründer und Investoren am zweiten Tag auf die andere Rheinseite ins Camea Grand Hotel. Auf dem offiziellen Programm stand neben der Keynote des US-Investors Bernie Balkin das Panel »Warum sind gute Exits in Deutschland so schwierig?« sowie Präsentationen aus dem Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Viel wichtiger aber waren die vielen informellen Gespräche. Die Gründer hatten gute Gelegenheit, sich untereinander zu verbinden und auch nochmal sozusagen privat mit den Investoren vom Panel zu sprechen. Und da ist nach meinem Dafürhalten gutes Know-how geflossen in beide Richtungen. Denn nach jedem Family Day gehen Gründer mit neuen Kontakten zu wichtigen Investoren nach Hause. Investoren, die sie sonst vielleicht kaum getroffen hätten.